Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In der letzten Folge ist die Kirche fertig gebaut worden und wir haben zwei weitere Weizenfelder sowie zwei weitere Jäger angesetzt, die jetzt gerade gebaut werden und versuchen uns gerade an das Luxusproblem ranzubegeben, genauso wie ans Brotproblem. Ich weiß bloß noch nicht genau, wo das Brotproblem liegt. Das müssen wir jetzt noch genauer herausfinden, weil wir haben alles auf Lager, aber irgendwie produzieren unsere Deppen nicht. Und ich würde sagen, wir tun hier noch eine Windmühle hin, wenn die nicht negativ ist. Das kann ich halt hier schlecht sagen, aber ich würde sagen, wir setzen einfach mal hier eine Windmühle locken. Man kann nie genügend Windmühlen haben. Und die schauen ja auch schick aus. Wir haben außerdem wieder drei Militärmissionen, eine einfache für unsere Anfänger im Heer und zwei schwere, wo unsere erfahrenen Soldaten sowie und ein paar Anfänger dabei sind. So, du hättest wieder gern was für Klerus. Was hättest du gern? 5 Brot. Nehmen wir an, weil das können wir dann gleich verwenden bei unserem Statement für den Handelsbonus. Und jetzt könnten wir uns vielleicht sogar an die Dings wagen, an das Kloster. Ich frage mich bloß, ob wir das am besten hinsetzen, dieses Kloster. Schlau wäre natürlich nach hier hinten vielleicht. Oder hier, ja, hier hinten eigentlich. Dass sie kaufen dort ein Kloster rein vielleicht. Wäre eine Überlegung wert. Weil da arbeiten ja noch Leute. Wir sind relativ voll gepumpt. Dass das davor ist, ist kacke. Also das ist echt, das muss ich bemängeln. Unsere Windräder laufen, das ist auch gut. Wir sind jetzt bei 70 Brot gerade gewesen und war instant weg. Wir haben einen ordentlichen Verbrauch, du. Einen ordentlichen Verbrauch. An was fehlt's denn? Wir haben Bären, wir haben Fische. Also ich mag gar nicht wissen, was für ein Umsatz allein in unserem... Allgemein. 600, 1300, 800, 200... Es fehlt ein Marktarbeiter. Marktarbeiter hinzufügen. Ah. Das ist kein Brotarbeiter, kann das sein? Da muss auch ein Arbeiter noch rein. Ah. Uns fehlen Mitarbeiter. Luxusgüter habe ich noch keine aktuell. Dann können wir in der Zukunft vielleicht importieren. So, jetzt kann da hinten auch gekauft werden. Das sollte ja positiv sein, wenn wir zwei Stände haben, die arbeiten können, oder? Das sollte das Ganze ja ein bisschen verbessern. Denke ich, weil schon mehr Platz, desto mehr Arbeiter können da rein. So, das geht jetzt um die Erfolgswahrscheinlichkeit extrem. Nehmen wir an. Auch extrem, nehmen wir auch an. Du müsst ja eigentlich für die einfache dann auch gleich noch das kommen. Genau. Ja, auch extrem. Was ich überlege, ob wir das Gebäude hier nicht entfernen sollen. Und wo komplett anders das Herrenhaus wieder hersetzen. Also wir vielleicht echt sagen, dass das Herrenhaus, keine Ahnung, hier hinkommt. Mönch, Herrenhaus. Weil so schön das Herrenhaus auch hier ist, es steht halt beschissen. Ich würde sagen, wir planen jetzt mal ein neues Herrenhaus. Ich hoffe, das darf ich überhaupt machen. Vor allem würde ich diesmal ein steinernes Hauptgebäude bauen. Ich würde diesmal auf Stein setzen. Eingang. So, und dann sage ich... Erweiterung. Druckbüro. Warte, das können wir bestimmt so machen. Und dann machen wir hier noch ein kleines Gebäude hin.
nehmen wir den Hauptgebäude. So. Und das Vogtbüro, das setzen wir mit einer Steinerweiterung nach vorne. So. Das schaut doch ganz okay aus, oder? Ich weiß gar nicht, warum das da seitlich oben noch einen Anschluss hat. Eine Steuerbehörde. Schaut auch interessant aus. Vor allem, wenn wir sagen, wir setzen das mal weg. Setzen das mal weg, setzen das. Natürlich nochmal laden. Natürlich auch laden hier. So. Ich hole euch zurück. So. Da kommt hier ein Brunnen hin. Hier kommt so ein Teil hin. Hier kommt eine Fahne hin. So. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet am Ende. Kann mit einer Funktion belegt werden. Kann mit einer Funktion belegt werden, kann mit einer Funktion belegt werden. Jawohl. Das wird das teuerste Vogtbüro ever. Am ganzen Punkt vollsten wahrscheinlich. Denn ich würde das hier offiziell als Baubeginn besehen. Das größte Vogtbüro in unserer Geschichte wird nun gebaut. 500 Eisen, Gold haben wir bekommen und 33 Brot. Das Problem ist nämlich, wir haben fast keinen Platz. Wenn wir das innere Vogtgebäude abreißen, nach außen verziehen, können wir so viel Lagerplätze reinmachen für Steuern und alles, dass wir so viel Platz haben, dass wir auch auf Lager das Arbeiten machen können. Ne? Und es kostet halt dezent viel. Aber ich glaube, unser Land sollte das ja zur Verfügung haben. Oh, guck mal, das kommt jetzt auch hier nochmal. Bald sind wir die Holländer mit ihren Windrädern. Das holländische Windrad, erfunden in Deutschland. Oder in der Schweiz. Wir haben jetzt ein riesiges Vogtbüro und eine riesige Kirche und bald noch ein Mönchstempel. What the fuck, wollen die noch mehr? Dubelubelu. Ich würde dann nicht das Gebiet hier noch kaufen und da dann halt das Kloster hinsetzen wollen. Dass wir dann auch die ganzen Spezialsachen wie Kräuter und alles erzeugen können. Oh, ja, eindeutig, wir haben jetzt bessere Lebensmittelzustände. 15 Mehl, 77 ist hier noch auf Lager und 40 Weizen, das wird schon wieder angebaut. Das schaut nach einer sehr guten Relation aus. Ich glaube, der Puffer ist dick genug. Eure Soldaten waren siegreich, sie kehren zurück. Nein, noch nicht jetzt. Ah, wir haben hier noch Jagdhütten, die sollten wir vielleicht aktivieren. Wie geht der Jagdhütte? Der hat schon zwei Wildschweine, aber ich glaube, das reicht bei unserem aktuellen Verbrauch nicht mehr. Wir brauchen mehr Wildschweine, mehr Jäger. Da kommen die zwei Divisionen und wir werden wieder so viel Scheiße bekommen wahrscheinlich. Ich kann damit nichts anfangen, weil ich die Kohle nicht lagern kann. Aber stopp, dann machen wir jetzt Folgendes. Territorium, das kaufen. Dann ist etwas weg. Dann lohnt sich wenigstens etwas. Und ja, Alter, wir hätten 5000 Gold. Beziehungsweise 6000, aber 11 Schmuck, 15 Wein. Oh, da bleiben wir kein Lagerplatz für den Scheiß. Alter, wie viel Werkzeug haben wir bekommen insgesamt? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also wir haben keinen Lagerplatz für den Wein, wir haben auch keinen Lagerplatz für den Schmuck. Ich wüsste noch nicht mal, wo der gelagert wird, genau. So schaut's aus. Wenn ich hier reinschaue, wird der hier gelagert? Ja, hier. Dann tun wir noch ein externes Lager irgendwo platzieren am besten. Am besten in der Nähe von irgendeinem wichtigen Gebäude. Nein, alles haben Nähe. Nee, da. Alles schaut nach schlechtem Einfluss aus.
kostenlos befördern. Dann tun wir nochmal schnell ein paar in den nächsten Status bringen. Wir bringen uns nicht nochmal Kohle. So. Ich weiß noch nicht, wo ich das Lager jetzt am besten hinplatziere. Ist ein bisschen extern, ne? Setzen wir dich hier hin. Das ist relativ nah halt, wenn wir den Schmuck verkaufen wollen und alles, ne? Wie geht's den Soldaten? Oh, verwundet. Eieieiei. Aber wir haben viele gute Soldaten jetzt, die jetzt hier ihre Speere auch kriegen. Weil ich glaube, mit Speeren sind die eindeutig besser als mit ihren Schwertern. Auch wenn ich das ungern zugebe. Aber wir haben schon ein geiles Heer. Das richtig was drauf hat hier. Und da entsteht unser neues... Alter, das Gebäude, das wird riesig. Was baue ich da? Alter. Da sind drei Baumeister... Vier Baumeister dran beschäftigt. Und da kommt ja noch ein Gebäude dazu. Aber wir haben fast den kompletten Stein schon. Huh. Bretter kommen noch. Holz sollten wir auf Lager. Ja, 700 Holz auf Lager. Pff. 50 Steinblöcke, da müsste man mal schauen, wie viel wir aktuell haben. Und 49 Werkzeuge noch. Aber im Allgemeinen schaut mir das relativ gut aus. Jemand will schon wieder Audienzen. Helfen Sie uns bitte, wir brauchen Brot. Warte mal kurz, mein Freund. Wo könnte ich das denn gebrauchen? Freigeschaltet. Den Handelsbonus habe ich irgendwie noch nicht. Warum? Weil wir mit... Wir könnten heute die Festung auch weiter ausbauen. Wir brauchen den Handelsbonus noch. Bedeutet, wir geben das zu der Armee. Wo ist denn das? Ah, das ist der König. So. Haben wir 200 Gold erhalten. Dann schauen wir uns doch hier mal an, Gebäudeteile. Wir arbeiten. Steinerweiterung, die... Ein Waffenstand mit 2 Punkten. Dann machen wir das hier so zum Militärweg. Dann haben wir allein dadurch nochmal 4, 6, 8, 10 mehr Punkte. Dann hätte ich gerne einen Durchgang. Kann ich das bauen hier? Weiter. Gibt's da keine gescheiten Erweiterungen irgendwie? So. Das ist ein kleines Lager. Ja, das wird schon ein bisschen was bringen. Bis 18,5 fürs erste gleich gar nicht doof. Baubeginn beschließen. Warum können eigentlich die Militärsoldaten zum Beispiel nicht mitbauen? Das wäre doch praktisch. Alter, das schaut jetzt schon geil aus. Und warum haben wir denn hier hin Platz und können hier rein theoretisch noch Gebäude hin platzieren? Wie würde es denn den Leuten gefallen, dort zu wohnen? Oh, sehr gut. Die wollen da unbedingt wohnen. Frage ist, was passiert, wenn das Herrenhaus abgerissen wird? Weil wir bekommen ja immerhin jetzt ein neues Tipptopp aus Stein und das Holz wird entfernt. Vielleicht werden sie auch nicht unbedingt so glücklich. Weil die Kirche haben auch stehen lassen und haben dieses riesen Drum da drüben einfach hingestellt. Naja. Wie schaut es denn eigentlich mit der Zufriedenheit aus? Es fehlt immer noch am Punkt. Küche!
Die haben nicht genügend Wildschweine. Ich verstehe es einfach nicht. Wir haben tonnenweise Käseauflage, aber wir haben keine Wildschweine. Da sind 4 drin, da sind 3 drin und da hinten... Da sind allein 8 Wildschweine. Habe ich keinen Lagerplatz für die irgendwie verwaltet oder sowas? Doch, hier. Warum kümmert sich keiner um die Wildschweine? Alter, wie viel Mehl? Das ganze Weizen ist schon wieder weg, aber Brot? Problem gelöst, würde ich sagen. Wir stehen total gut. Was fehlt dem Dinggebäude allgemein noch? Alter, wie gut das geht. Schaut euch das an. Uns fehlt fast gar nichts mehr. Stoff ist weg. Holz, Stein fehlt noch 118. Bretter fehlen noch 30. Werkzeuge 30. 5 Holz und 25 Steine. Easy. Aber Leute, ich würde sagen, das Gebäude wird in der nächsten Folge fertig gebaut. Und wir werden höchstwahrscheinlich die Planung des Klosters dort hinten mal starten. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.